willkommen zu einer weiteren XXL-Farm-Folge auf dem Marchfelder Land mit dem Tigerfarm. Und mit dem Varuna. Hallo. Moin. So, ich hoffe, ihr habt fleißig gestern in die Kommentare geschrieben, was ihr denkt, wie viel Hafer hier rauskommt. Ja. Du fährst, glaube ich, gerade die dritte komplette... Halt, du fährst falsch in die Mühle. Oh, nein. Die bist du umgekippt? Oh, ich habe mich gerettet. Katastrophe. Oh. Katastrophe. Wir haben jetzt schon drei komplette Ladungen in der Mühle. Nee, du fährst die dritte Ladung rein. Kann sein, ja. Das heißt, ich habe auf 280.000 Liter getippt und du auf 430. Genau, ja. 430.000 Liter. Wenn wir, ich habe mal schon rumgerechnet, wenn wir unter 75.000 Liter jetzt dann noch bleiben, dann habe ich gewonnen. Und wenn das hier, was hier jetzt noch an Bestand ist, über 75.000 Liter ist, dann hast du gewonnen. Okay. Weil das wäre genau die Mitte, also wer näher dran ist. Mhm. Und du kennst den Wetteinsatz auch noch, oder? Ja. Ja, sag mal. Ich will es nicht aussprechen. Was? Sonst kriege ich schlechte Laune. Also der Verlierer muss eine Folge lang mit dem Fahrzeug, was der andere bestimmt, rumfahren. Das war so der Wetteinsatz. Ja. Bei mir wird es wahrscheinlich dann so sein, dass der Tigerfarm eben dann doch mal eine Folge lang John Deere fahren muss. Ja. Weil er sich immer über John Deere lustig macht. Ist auch so. Ach was. So, ich habe hier insgesamt, glaube ich... Es war unglaublich. Leck. Mann. Also ich habe hier das Feld abgeerntet, glaube ich, mit... Ich glaube, wir haben ja zusammen angefangen. Mhm. Und ich habe, glaube ich, dann noch 4 Real-Life-Stunden gebraucht. Stimmt, Zeit ist, glaube ich, auch auf 5 gewesen. Auf 1 gewesen. Jetzt ist es auf 5. Also 5, 4, 4 Real-Life-Stunden habe ich dann noch gebraucht. Bis zu dem Stand jetzt. Ja. Das ist schon eine Menge. Hattest du da die ganze Zeit auch auf 5 laufen? Nee, da habe ich auf 1 gemacht. Okay. Zum Glück. Und ich hatte keinen Helfer am Start. Also ich bin wirklich alles selber gefahren. Die Kosten haben wir uns gespart. Und ich glaube, es ist auch in eurem Sinne, dass wir euch dann nicht... 5 Stunden, das wären 10 Folgen, das gleiche zeigen. Mhm. Nur 10 Folgen? Nee, Quatsch, 5 Stunden mal 4 wären 20 Folgen. Stimmt. Ich muss ja hier. Ich wollte schon wieder zum Hof. Ist kein Navi an heute. Nee. Hier gibt's ja gar nicht so ein kluges Navi wie im. Euro Truck Simulator. Was einen sagt, wo man hinfahren muss, wann, wo, wer. Ja. Und wir haben auch probiert, Cosplay zu. Also das Ganze mit Cosplay zu starten. Das ging nicht. Also du kannst Cosplay nicht als Mod auswählen. Ja. Deshalb spielen wir wie gehabt alles per Hand. Ja, und ohne Helfer. Ja. Hoffentlich. 13,5% Feuchtigkeit der Ernte. Steht in meinem Drescher. Du kannst... Sieht man das. Hä?
Wo sieht man das denn bitte schön? Auf dem Display, da ist rechts so eine Anzeige. Mit einem Wassertropfen. Ah, 13,5 habe ich auch. Komisch. Könnte aber auch die Breite sein, obwohl das 13,7 hat. Ich habe eher gedacht, dass es die 10,3 oben wäre, aber ich glaube, es ist die 10,3 habe ich. 10,3 habe ich auch oben. Ja, komisch, ist auch der gleiche Mod, du Held. Ach, ja, hoch. Ja, der sieht so ähnlich aus wie der New Holland. Deswegen. Er ist wahrscheinlich die Basis davon. So. Nee, wurde einfach Farbe wurde geändert. Wie die Farbe? Compressor. Ja, von deiner zu meinem, ja. Wow. Aber für den Mod als Basis hat wahrscheinlich im Interieur oder so der New Holland gedient. Nein. Nicht? Das Innenleben von dem ist original. Okay. Kenne ich mich nicht aus. Merke ich. Ja, man muss nicht alles kennen. Nur alles können. So, und die nächste Mammutaufgabe wird natürlich hier das ganze Stroh abzufangen. Ja, aber das ist zumindest einfacher, weil man damit 20 km/h langfahren. Ja, und ich denke, dafür werden wir uns dann auch nochmal einen zweiten Ladewagen holen. Klar. Dass sich das lohnt. Also ich lade gerade 10.000 Liter ab. Oder 11. Wir werden ja sehen, wie viel dann am Ende im LKW noch ist. Genau. Ich hoffe nur, dass wir das wirklich in die Folge reinkriegen. Deshalb Attacke. Ja. Wird knapp. Wir sind nämlich schon bei 7,5 Minuten. Jo. Ja, fast auf Haar gekommen wegen. Stimmt, warte, da wollte ich eigentlich nachschauen. Das Problem ist halt auch, mein Drescher ist zu 44% beschädigt. Meiner zu 17,5. Das Schneidwerk. Das Schneidwerk ist 50,8. Das geht sich aus hier. Das geht sich aus, hoffe ich mal. Aber wie knapp. Oh, aber wie, Junge, war das Präzision. Vor allem habe ich gerade noch einen Screenshot davon gemacht. Also man muss schon sagen, zwei Drescher sind hier Minimum vonnöten. Wenig. Ja, hätten wir zu zweit gedroschen die ganze Zeit, dann wären wir ja bei 25 gewesen, zweieinhalb oder zwei Stunden gewesen. Mhm. Aber das Schöne ist, ich habe Ferien. Na, Glückwunsch. Ja, ab jetzt. Kann ich immer, wenn du streamst, zuschauen. Das wäre theoretisch möglich, wenn du dann wach bist. Ja, bin so normalerweise um 9 Uhr wach. Normalerweise. Manchmal habe ich auch Tage, wo ich bis 14. Nee, gar nicht wahr. Also, mein längstes, wo ich. Deutsch, hallo? Hallo. Was das? Was? Kann nicht mehr Sätze formulieren. Ich lasse es einfach lieber. Zwei Tage Ferien und schon kein Deutsch mehr. Ja. Definitiv. Es tut mir nicht gut. Ich werde die Lehrer verklagen, weil wir Ferien haben. Wärst, glaube ich, der Erste, der das macht. Ja. Also ich habe gleich einen vollen Konter. Das passt. Wir sind auch gleich durch, das ist perfekt. Ich glaube, diesmal schaffen wir es nicht aneinander vorbei.
Du, weil du hast es drauf angelegt. Ja, klar. Okay, dann fährst du ab, ich mach das hier fertig. Das noch einmal kurz. Oh, ich bin gespannt. Ich will nicht im Turnier sitzen. Das Ergebnis steht eigentlich schon fest, würde ich sagen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich so nah dran bin. Och, ich will nicht. Ich will kein Turnier fahren. Da ich entscheide. Vielleicht wird es ja doch der Fiat. Nein, da war ich lieber schon hier. So, ich komme auch abtanken. Gut, wir können dann theoretisch gleich aufs Feld 16 wechseln. Ja, ist okay. Och man. Ist nur was im Anhänger, gell? Dann mache ich da auch rein, sonst musst du wieder komisch abkoppeln zum Abtanken. So, und? Was kommt raus? Wir sind bei 30.000. Ach, das ist ja kein Mod hier. Wir sind bei 32.407. Okay, fährst du ab? Ja. Ups. Dann setze ich meinen Drescher gleich um. Ja. Och, Mann. Och, nee. Ich will nicht. So, also wir können ja dann gleich nochmal in der Mühle direkt gucken, wie viel es wirklich insgesamt ist, sobald du abgetankt hast. Ja. Vielleicht habe ich mich auch verrechnet. Bitte, Mühle, lass mich nicht im Stich. Du könntest ja jetzt extra noch so viel kaufen, dass du gewonnen hast. Übrigens spielen wir hier jetzt auf der neuesten bzw. der vorerst letzten, so wurde es in mir geschickt, Karte, wobei es hier, ich muss nochmal hier rein, hier gibt es noch eine freie Fläche, also da könnte sein, dass nochmal was hinkommt, das wissen wir aber noch nicht. Das weiß nur Olli. Und der weiß, ist sich vielleicht auch noch nicht ganz sicher. Vielleicht. Aber er wird einen Plan haben. Haben wir eigentlich einen Servicewagen? Keine Ahnung. Den sollten wir uns holen, weil ich fahre jetzt gerade schon zum Feld. Das war dumm, wenn mein Schneidwerk 44% hat. Und ich habe gar keine Musik an. Ja, es sind 302.000. And the winner is... me. So. Dann werde ich mir mal überlegen. Ich hänge jetzt hier nicht wirklich fest, oder? Was der Tiger Farm nächstes Mal fahren muss. Ja, ich weiß doch schon. Eigentlich kann sie ja froh sein über Chandir, gell? Ja. Ups. Kamera. Besser als ein Fiat. Da ist immer noch schlecht. Würde ich auch sagen. Dass John dir trotzdem noch schlecht ist, ja. Das hast du somit bejaht. Na, besser wie ein Fiat, natürlich. Alles ist besser wie ein Fiat. So, Leute. Dann bedanken wir uns fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Oder einfach vermissen alles. Und bis morgen. Tschüss. Tschüss.